Hier auch diese Riesenpfütze. Ist halt total toll. Wenn sie mal weg ist, dann ist sie toll. Aber manchmal ist Wasser da sehr widerspenstig. Sehr widerspenstig. So. Die gute Schaufel, die hat sich so erholt. Oh, da geht mehr. So, was ist denn hier los? Achso, das Ding funktioniert mal. Wow. Nur nochmal so ein Ei und Fisch. Aber für Fische ist das Ding nicht verkehrt. Muss man doch mal sagen. So. So. Wenn man sieht, sie können theoretisch auch mal verbraten. Nicht, dass hier das irgendwann mal voll ist. Weil Platz für Seeds ein bisschen. So. Nicht, dass hier noch 50.000 Millionen drüben sich Meteore einfach mal runterknallen. Das muss echt nicht sein. Deswegen ist es vielleicht nicht so verkehrt, wenn man die Dinger einfach mal neu aufstellt. Weil irgendwie ist mir das Ganze nicht so ganz geheuer. Ich weiß auch nicht. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen seltsam. Fisch! Mach mal zwischen Fisch! So. Das da mal rein. Und freut sich ein Keks. Wie weit ist das Ding hier? Fertsch. Sehr schön. So, dann können wir theoretisch mal ein bisschen Gold rausholen und aus dem Gold halt auch schon mal ein bisschen Platinen bauen und so. Ja gut, nicht Platinen, aber halt, ne, Chips. Ne? Also 7.344 drin, das reicht für ein paar Blöcke. Wie viel, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall erstmal ein paar. So. Muss ich auch nicht, ne, für jeden einzelnen Block halt da so lange warten. Da hab dann halt gleich mehrere hergestellt. Hier wollte ich das hier mal reinpacken. Beziehungsweise muss ich dem hier sagen, dass hier auch das raus soll. Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte. Ja, ja. So ist das. So, dann gucken wir mal. Die Dinger müssen... Wollt ihr mich verarschen? Ist doch das versenkte Fenster. Polaroid-Tür. Oh, Polaroid-Tür. Ach ja. Reicht nicht ganz für den Block. Okay. Das heißt, ich war mit 5 eigentlich schon gut dabei. So. Dann lassen wir die da hinten schon mal verarbeiten. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was waren das jetzt für welche 64k Dinger. So, braucht die, ja, braucht die, 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 da. Gedruckten Logik-Schaltkreis. Also ich brauche die wieder. Das sind nicht die. Ist das hier, ne? Ja. Logikdruck. Bisschen wie Logitech nur als Druck. So. Ist zwar nicht viel, was bei Ungott, aber immerhin etwas.
So, das ist das. Dann müsste jetzt auch inzwischen schon mal Glas fertig sein, dass ich hier dieses versenkte Glas jetzt wieder herstellen kann. Habe ich dann jetzt noch das, nicht das versenkte Glas, sondern versenkte Fenster will ich ja haben. Ja, da. Das ist das Richtige, das ist das Falsche. Das, von dem ich dachte, ist das Richtige, ist aber das Falsche. Ja. Ich bin ein Profi auf meinem Gebiet. Sag es immer wieder. So, das heißt, das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Alles weg. Weil unfähig. So. Jo. Das heißt, es kommen wieder die Dinger hin. Kommt die Dinger hin. Dort kommt er rein. Ditte kommt hier rein. Und das auch nochmal. So können wir 50 Dinger herstellen. Das ist schon mal ein bisschen was. Rausgesetzt, wir haben so viel Ziegel. Jetzt hapert es nämlich wieder ein Ziegel, ne? Ja. So. Aber es sind immerhin trotzdem 53 Gläser. Das könnte vielleicht trotzdem reichen. Immer so dieses Konjunktiv, ne? Es könnte vielleicht reichen. Ist aber jemand sehr optimistisch. Ja, wird knapp. Aber wir kommen auf jeden Fall ein Stückchen weiter. Immer positiv sehen. So, eine Reihe können wir noch und eine können wir anfangen. So. Brauchen wir noch? 18. Noch 18 solche Dinger. Ich krieg die ja auch nicht mehr auseinander, ne? Versenktes Gestein. Machen wir mal rein. Dann können wir aus versenkten Gesteinen Ziegel machen. Hätte ich da nicht auch vorher einfach Steine reinschmeißen können und wir haben versenkten Gestein? Bitte warten. Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Obwohl, das können wir doch dann auch in Blöcke machen, oder? Ja, okay, das wären dann hier versenkte Steine. Also richtig versenkte Steine. Okay. Das heißt, wir müssen das über Ziegel lösen. Wir haben leider nicht so viele Bachenformen derzeit. Weil man könnte natürlich noch was in der Richtung machen, habe ich jetzt aber nicht. Also stehen wir erstmal 5 Stunden. Weil ich es kann. Ne? Wie viel sagt ich brauchten wir? 18 weitere, ne? Das ganze Ding ist noch 3 hoch. Wir haben 3. Jetzt macht das dann zu 21. 3 haben wir, das heißt davon abziehen. Das heißt, wir brauchen noch 18. Das heißt, wir brauchen 18 mal 6 sind. Ja. Mehr. 108. 108 Ziegel. Okay. Gibt's hier. Nur so gut gefragt. Materialien, die kein Schwein braucht.
Kupfer. Kupfer. Kupfer klingt gut. Kupfer ist gut. Kupfer klingt gut. Ja, hau mal Kupfer rein. Wird wahrscheinlich jetzt mit dem Zinn hier zu Bronze weiterhin, ne? Na gut, können wir halt auch nochmal einschmelzen, aber naja. Aber Kupfer haben wir wirklich in Massen. Also glaube ich, also habe ich zumindest so im Sinn, dass wir das in Massen haben. Auf jeden Fall viel. Ich glaube, viel ist gut. Machen wir nämlich aus Kupfer dann hier so Barrenform. Ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Geschichte, weil ich nicht weiß, inwieweit das dann halt irgendwie zu Fehlern führt oder sowas. Aber Versuch macht klug. Guck mal, Kupferbarren. Was haben wir hier noch? Kupfererz. So viel Kupfer. Wir haben voll viel Kupfer. Und so nur kann man das vielleicht auch wieder einschmelzen. Ne? Und dann geschmolzenes Kupfer. Siehst du. Hat sich natürlich ein bisschen was vermischt mit Zinn. Aber auch eher wenig. So, legen wir das dahin, das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Das dahin. Das dahin. Das dahin. Mehr habe ich jetzt gerade nicht. So, gucken wir mal, ob wir eine Kupferform. Wir können kein Kupferform machen. Das geht tatsächlich nur aus Duraluminium. Was wir so viel haben. Wo ich auch gar nicht mehr weiß, wie man das herstellt. Schade. Das war hier, ne? Okay. Das war nicht hier. Nee, es sieht schlecht aus. Schade eigentlich, dass du halt nur die Form aus nur die ein Material machen kannst. Ich meine, kannst. Kann man denken, wieso, weshalb, warum und so, ne? Aber halt, ich suche das, was ich suche. Das macht Sinn. Ja. Das ist es, glaube ich. Ja, gut, Mammut. Wenn ich das auch immer in das Dingens lege, ne? Immer. Hey, Leute, da sieht's auch gut aus. Aluminium und Kupfer. Ja, davon habe ich so viel. Aluminium habe ich in Massen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So viel habe ich davon. Ach, Mann. Ich glaube, ich habe wirklich nicht so wirklich viel. Ich kann natürlich halt auch in Testgelände mal gucken, ob da mal wieder irgendwie was zusammenkommen ist. Wir können ja mal gucken hier. Aluminium. Haben wir hier was? Nein. Haben wir hier was? Zwei. Wow. Aha. Ein. Wow. Aluminium, sag ich dir. Ich weiß gar nicht, wohin damit. So viel habe ich davon. Da vielleicht aus dieses Alumite-Gedönsingens mal irgendwann machen wollte. Ja. Hier nicht. Da haben wir ein bisschen was und ein paar Nuggets. Elektronuggets. Ja. Warte, die Beeren. Oder die Büsche, besser gesagt. Könnte man doch hier irgendwo hin platzieren, ne? So halt in höhlenartigen Dingern. Ja. Die sollte ich nicht einschmelzen.